Hi und willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zum letzten Part von Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, ihr habt richtig gehört, der letzte Part. Ich habe mal so nachgeguckt und ich glaube, ich kann eigentlich nicht mehr irgendwie was machen. Und was bedeutet, ja, wir sind jetzt am Ende angelangt, ne? Der letzte Part, der 117. Part, glaube ich. Und ja, nach ungefähr über ein Jahr, nehme ich das Spiel gespielt habe, was irgendwie fast an Tales of Graces F rankommt, was ich glaube ich noch länger gespielt habe, weil ich da Pause gemacht habe dazwischen, was bei dem Projekt hier auch der Fall war, kommt dieses Projekt endlich mal zum Abschluss, was mich ehrlich gesagt ein bisschen freut. Und ja, warum stehe ich dann hier? Ja, wir geben uns doch mal den finalen Boss, allerdings auf Level 200. Ja, ich habe alle Charaktere auf Level 200 trainiert. Ich habe nicht diese Gratis Level Up Dinger benutzt, die habe ich noch alle hier. Und ja, was bedeutet, ja, hat ein bisschen gedauert, aber ist ja egal, ne? Wir haben FP 500 haben wir jetzt, wir kriegen so in den letzten 20 Leveln nur ungefähr ein FP, was ich ein bisschen schade finde. Und wir werden jetzt Duke vollkommen zerstören, ne? Klingt das nach dem Plan? Ja, alles klar. Ja, irgendwann wollte ich nur sagen, wir haben den Spiraldrachen im letzten Part geplättet, welcher noch relativ schwierig war. Und irgendwas anderes bleibt jetzt nicht mehr übrig. Ich wollte die beiden Bücher hier, das Album und das Buch der Monster noch vervollständigen, aber ich habe online nachgeguckt und ich glaube, das ist gar nicht mehr möglich, weil ich glaube, hier irgendwie ein Ritter hat mir so gefehlt, irgendwie, ich glaube, Nummer ja, 17 und 18 und da fehlt irgendwie noch dazwischen noch einer, ich glaube, Ritter Lencia K oder so. Und ich weiß nicht mehr, wo man den nochmal gefunden hat, aber er stand irgendwie so beim ersten Besuch von so und so. Und das bedeutet dann, ich kann bestimmten Charakter nicht nochmal ja, suchen und in meinen Dingen hier hinzufügen. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, alle anderen Dinger noch suche, bringt überhaupt nichts. Ich kann das gar nicht mehr abschließen, was ein bisschen oll ist. So, das gleiche ist auch mit dem Album. Ich weiß nicht, wie viele Gegenstände mir fehlen. Ich habe alles hier nachgeguckt und mir fehlt ich habe alles hier komplett, ne, von hier, von Objekte bis zu Synthesematerialien. Bei Wertsachen fehlt mir aber, glaube ich, noch zwei Objekte und eins davon war irgendwie so eine Laterne, die man im Schrein vom Baktion bekommt. Aber auch nur beim ersten Besuch von diesem Ort. Das heißt, ja, habe ich auch verpasst und das heißt, ich kann das Album nicht mehr abschließen. Was bedeutet, wir können keine 100% erreichen und ja, ist doof. Und ja, das heißt, darauf muss ich nicht mehr zuarbeiten und wir sind dann eigentlich fertig, weil irgendwas anderes ist, glaube ich, nicht mehr übrig, ne? Wir haben optionale Bosse alle besiegt, wir haben alle Waffen, alle Gegenstände, wir haben alle Neben-Dungeons und sowas gemacht. Wir sind hier vollkommen fertig mit dem Spiel. So das Beste, was wir hier noch rauskommen können. Ich könnte noch hier kochen versuchen, alle zu meistern, aber das mache ich ganz, ganz bestimmt nicht. Ich könnte noch da mit der Hasengilde machen, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das lohnt sich irgendwie nicht so. Weil ich glaube, man muss, ich habe auch irgendwie nachgeguckt, ich glaube, da muss man wortwörtlich jeden Titel haben. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man das Monsterbuch und das Album abschließt, dass man dann auch wahrscheinlich noch einen Titel bekommt. Das heißt, ich kann das sowieso nicht mehr bekommen. Und von daher bringt das jetzt nichts mehr. Deswegen habe ich mich entschieden, wir beenden jetzt den Part, wir schließen den Kampf, wir das Projekt mit dem finalen Boss ab, in dem wir einfach mal reingehen und den vollkommen vernichten, den Duke. Kleiner Fun Fact, ich habe sogar schon mal nochmal gegen den gekämpft. Und zwar, um die Geheimmission von denen zu erledigen, weil von der Geheimmission bekommt man irgendwie noch einen Gegenstand, der mir gefehlt hatte fürs Album und ja, den habe ich dann bekommen. Und die Geheimmission hier bekommt man, indem man die zweite Form von Duke, wir überspringen das übrigens, ne? Mit einer mystischen Art hier erledigt. Und ja, das habe ich gemacht und ja, dann habe ich einen Gegenstand bekommen. Den brauchst du zwar für nichts unbedingt, aber der hat mir noch gefehlt in meinem Album. Und danach habe ich halt geguckt noch, was fehlt mir noch und dann habe ich gemerkt, oh, Wertgegenstände, diese blöde Laterne. Die fehlt mir und die kann ich nicht mehr bekommen und ja, dann hat's das dann erledigt. Von daher sind wir am Ende angelangt, was wir alles erreichen können und ja, wir amüsieren uns jetzt. Ich gebe mein Fazit zum Spiel noch mal ab und ja,
Dann kommt es hier zum Ende mit diesem Spiel. Ja, wir machen den natürlich fertig. Wir setzen unsere Teufelswaffen ein. Wir setzen unsere besten Sachen ein. Vollkommen egal, wie schnell der K.O. geht. Denn. Ich kann so viel kommen und er ist schon leicht tot. Und ja, weiß nicht, ist irgendwie so eine Tradition von mir, wenn ich ein Rollenspiel bin, dass ich noch mal den finalen Boss besiege, nur halt Maximum Level. Ich weiß, ist natürlich vollkommen langweilig, aber ist besser als wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, hier euch irgendwie vor, keine Ahnung, Nordopolika oder so verabschiede für immer. Und ja, deswegen gehen wir mit einem Bang hier raus. Und ja, ich zeige euch mal die geile Mission. Das ist gar nicht schlecht. Ich habe die sogar ein bisschen verändert, so vom normalen her, wenn ich mich nicht irre. So, die geile Mission, die bekommt man, indem man diese Form hier mit einer mystischen Art kaputt haut. Die musste ich halt nachgucken, um halt, ja, das letzte Objekt, was mir gefehlt hat, von Synthesematerialien zu kommen. Hat mir letztendlich nichts gebracht, weil mir sowieso noch Gegenstände fehlen, die ich nicht mehr holen kann. Aber ja, wer konnte denn damit rechnen, ne? Ist klar. Gut, ich weiß nicht, wie viel meine mystische Art abzieht, aber so, wenn er so 100.000 oder so hat, dann wird das, glaube ich, schon reichen, ne? Ich gehe schon mal im Überlimit. Boom. Komm nicht mal zu seinem Überlimit einsetzen. Komm, wird schon genug Schaden machen. So, komm her. Ja, locker. Boom, animiert. Das ist, glaube ich, auch neu. Ich glaube, der tut nicht normalerweise sein Ding ins Werfen. Und ich kann die Geheimmission noch mal bekommen. Ja, da strahlende Sterne geben, die hat mir gefehlt. Die habe ich aber eigentlich schon. Die Geheimmission habe ich auch schon. So, jetzt packt er seine Teufelswaffen aus. Ich meine, der aktiviert unsere Teufelswaffen und ja, wir machen den schon wieder fertig. Ne? Ich könnte meinen, die Farben wären ein bisschen schräger, aber oh, der macht sogar halbwegs Schaden. Ja, was soll's. Ich hätte gedacht, würde sich auch ein bisschen hochleveln. Ich meine, mich zu erinnern, dass der finale Boss irgendwie auf Level 250 oder so geht, wenn man irgendwie den nochmal erledigt, nachdem man irgendwie hier im finalen, irgendwie den finalen optionalen Super Boss und so des Spiels erledigt. Aber hier scheint das nicht der Fall zu sein. Hey, da war von Judith ein Angriff. So, ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich mit dem Projekt endlich fertig bin. Nee, das spare ich mir gleich auf, wenn die Crates sind. Alles klar. Ja, ist natürlich auch überhaupt kein Problem, ne? Und wir gemerkt, dass ich die gleiche Truppe nehme wie beim ersten Mal, als wir gegen ihn gekämpft haben. Beabsichtigt, habt ihr es gemerkt? Rita hat all ihre Finger hier verballert, all ihre TP. So, machen wir noch mal mystische Art, bevor du deine raushaust, ne? So, aber hier kommt keine Animation, ne? Ich habe schon probiert. Nö. Komisch. Ja, wir kriegen so Erfahrungspunkte, obwohl das gar nichts bringt. Und ja, Spießchen ist unser letztes Mal. Und ja, wird ein kurzer Part, aber ja, boom, überspringen wir alles. Dann, wenn wir in den Credits gehen, dann ich sagen, ich hätte auch die ganzen Cutscenes mal durchlaufen lassen können, aber nee, das war. Und ja, das war's.
Ich lasse die Crates jetzt noch einmal hier durchlaufen und tue dann mein letztes Fazit zum Spiel abgeben, nachdem wir jetzt alles erledigt und abgeschlossen haben, so gut wie alles jedenfalls. Burning Chicken. Okay, der, ich glaube, die Titelsänger von Tales of the Abyss hießen auch Bump of Chicken oder irgendwie sowas. Was haben die mit Hühnchen? Egal. Ja, wie gesagt, ich bin heilfroh, dass wir fertig sind mit dem Spiel. Ich glaube, ich habe im Januar 2019 mit diesem Spiel angefangen und ja, ich habe auch hin und wieder ein bisschen Pause gemacht, so ein paar Monate, aber das hat trotzdem immer noch sehr lange gedauert. Allein deswegen, weil so viel Zeugs jetzt zu tun gab in diesem Spiel. Eine Unmenge von Sachen musste man hier erledigen in dem Spiel. Und ja, viel gegrindet, viel offscreen vorbereitet, um hier weiterzukommen in dem Spiel. Hat ein bisschen Zeit gekostet und dementsprechend hat das auch ein bisschen lang gedauert. Aber es hat Spaß gemacht, natürlich. Ist ein Tales of Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist eines der besten Tales of Spiel, das ich gespielt habe in den letzten Jahren. Und ja, kann man weiterempfehlen, auf jeden Fall. Super Spiel, vor allem wenn man gerne irgendwie viel Content hat. Ich habe jetzt so 350 Stunden oder so hier an dem Spiel gesessen. Das ist schon eine Menge, eine absolute Menge. Ist das, ich glaube, kein anderes Tales of Spiel kommt noch nicht mal annähernd an diese Anzahl ran. Und ja, aber das heißt ja nicht, dass das Spiel perfekt war, ne? Mich haben auch eine Menge Sachen, also richtig genervt. Das Snowboard-Spiel von Repeat ist absolut kacke. Die Kollisionsabfrage, wenn man irgendwie hier Gegenstände auf der Bahn treffen will, ist sowas von kacke, weil Repeat so schmal ist. Die Steuerung, oh Gott, ist noch schlimmer. Dann noch irgendwas, was mich sehr gestört hat. Ich weiß jetzt aber nicht, was. Ich glaube, Kratos war, was mich sehr gestört hat im 200-Mann-Kampf. Aber ist auch nichts, was man irgendwie ohne Level nicht irgendwie wieder hätte gerade biegen können, glaube ich. Also von daher. Also viele Sachen fand ich gut, viele Sachen haben mich gestört, aber letztendlich fand ich das Spiel ist immer noch richtig gut gewesen. Es ist besser als Zestiria, was eins der neueren Spiele ist. Also ja, und viele sagten auch, dies soll das beste Tales of Spiel von allen sein, was ich verstehen kann. Du hast eine Menge Charaktere, du hast eine Menge Inhalt, du hast eine gute Story, welche vollkommen ein bisschen anders war als die anderen Spiele. Ich meine, du hast erst irgendwie bisschen mit einer Prinzessin durch die Gegend gereist und ja, um die zu beschützen, was so ein bisschen klassisch ist, wenn man so darüber nachdenkt, an Rollenspielen. Und ja, dann wurde Prinzessin entführt für die Hälfte des Spiels und du musstest der hinterherjagen und den Bösewicht aufhalten. Und ja, dann kommt auf einmal so ein riesiges HP Lovecraft Monster, das du dann besiegen musst, hat erwacht ist und sich um die ganze Welt geklammert hat. Hat ein bisschen so, was? So ein sehr überraschender Twist war. Und ja, keine Ahnung. Das war irgendwie, die Story war so was von keine Ahnung, all over the place. Das war sehr komisch. Also, was mich immer gestört hat, war natürlich irgendwie die ganzen Begriffe hier, die ganzen technischen Begriffe hier über, ich weiß ja gar nicht hier, Entelexia, Adepharus und so weiter, alles, das ist ja noch leicht im Vergleich jetzt dazu, aber da kommt Rita mit ihren ganzen Formeln und eher Kräne und was weiß ich, wie die ganzen Dinger nicht alle heißen, und da kam ich überhaupt nicht mit. Und ja, Hideo Baba, gerade mit gesagt, ich kam da überhaupt nicht mit und war mir einfach zu technisch. Das rückblickend betrachtet ist es aber bei jedem Tales of Spiel so gewesen. Es ist immer irgendwie viel zu viel irgendwie Sachen, die du hier merken musst an
Fachbegriffen und so. Ich meine, das sagt natürlich viel über das Worldbuilding von dem Spiel aus, aber trotzdem, ich habe es da doch ein bisschen einfacher. Und keine Ahnung, dann hat mich manchmal ein bisschen überfordert. Ich fand das ein bisschen blöde, dass Yuri, welcher mehr oder weniger ein Mörder war und hinter den Rücken aller Leute irgendwie diese hochrangigen Leute getötet hat. Also ich fand da blöd, dass er das alles gemacht hat und irgendwie, weiß ich nicht, die Gruppe war einfach so, ja, okay. Also das hätte irgendwie mehr Konflikt irgendwie so auslösen müssen, finde ich. Ich meine, hey, der tut irgendwie hinter dem Rücken von denen ja Leute umbringen. Ich meine, der ist ein Mörder, mehr oder weniger. Und der hat das zwar gemacht, um, ja, das, weil er denkt, dass es das Richtige war, was es ja auch mehr oder weniger war, weil die Leute böse waren, aber trotzdem, den hätte irgendwie nicht einfach so vergeben werden sollen, finde ich. Er hätte irgendwie so ein ganz kleiner Konflikt mindestens dabei sein sollen. So, ja, mir hat nächste, was mich gestört hat, Duke. Warum ist er auf einmal der Bösewicht gewesen? Weil den hätte man viel besser irgendwie, weiß ich nicht. Den hätte man viel besser. Oh, ich merke gerade, dass dieser Turm, wo wir gerade waren, aus dem hätte man irgendwie mehr rausholen können. Ich meine, Alexei, der war irgendwie ab der zweiten Hälfte schon die ganze Zeit der Hauptbösewicht. Und er hat auch böse Sachen gemacht. Er hat seine Pläne und so was alles geteilt und so. Und dann, weiß ich nicht, dann war er tot. Und dann kam der Alepharus und das Spiel hat sich so gedacht, wir brauchen noch einen Hauptbösewicht. Und ja, Alexei ist schon tot. Also, was machen wir denn jetzt? Aber da ist ja noch dieser Duke, ne? Ja, okay. Willst du der Hauptbösewicht sein? Ja, klar. Und dann, weiß ich nicht. Ich fand das ein bisschen doof gemacht. So. Speicher mal hier. Und ja, also da kam ich, da fand ich, war ein bisschen zu wenig. Nein, ich will auch noch hier speichern. Ich meine, Duke war jetzt einfach nur so ein Typ, der irgendwie seit Jahrhunderten oder Tausenden von Jahren irgendwie so was gelebt hat. Den sein Freund wurde getötet. Und ja, deswegen will er jetzt alle töten. Weiß ich nicht. Und ja. Hier sind wir beim Titelscreen. Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Steht auch gar nicht noch. Doch, da unten links steht's. Gehen wir mal auf neues Spiel. Oh. Ich habe nie bemerkt, dass sich Yuri so umdreht. Aber ich habe auch noch nicht so viel auf neues Spiel gedrückt oder so. Ich will mal sehen, wie viele Sachen ich mir hier leisten könnte. Ich habe 33.000 Rang. Maximal 99 Objekte, da braucht doch keiner. Keine Wertsachen. Boom. Galt. Titel. Buch der Monster. Album. Rezepte. Kochfertigkeiten. Synthesefertigkeit. Weltkarte. Das ist eigentlich auch egal, ne? Daten. Arzt und Fertigkeiten. Yuri, ehrlich. Was? Übernehmen alle Arts aus dem abgeschlossenen Spiel. Diese Option gilt für alle Figuren. Ah, okay. Arts. Okay. Maximal KP erhöhen. 20 höher maximal. Kann ich mit Max KP reduziert werden? Das klingt mir schon ein bisschen, obwohl, wenn ich schon irgendwann mal ein neues Spiel mache, dann mache ich Overkill, ne? Max DP. Zweimal Galt, doppelte Erfahrung, zehnfache Erfahrung, ja, die Geschwindigkeit, mit der sich die Überlimitanzeige füllt, reduziert den Verbrauch von FE beim Einsatz von Fertigkeiten auf 1. Wird auf 1 erhöht Bonus-Erfahrungspunkte. Oh nein. Kampfstufe entsperrt die Kampfschwierigkeit unbekannt. Plaudereien entsperren. Wow, ich kann mir wortwörtlich alles hier holen. Schlafen können nicht überall. Okay. Geht aber ja ein bisschen Overkill. Titel weisen automatisch Titel und oder zu aus seinen Abschluss zu.
Zeig mal. Ich will einfach nur mal sehen. Boom. Und ja. Da. Repeat. Mal sehen, wie overkill ich jetzt bin. Dieser Spielstand wird dann auch wahrscheinlich nur dazu da sein, um irgendwie, weiß ich nicht, die restlichen Sachen zu komplettieren, vielleicht die Platin-Trophäe zu holen. Jetzt nicht so ein unglaublich ernstnehmender. Oh, ha, ha, ha. Ah, clever. Ich kann da nicht Dings hier. Mal gucken, wie schwach wir jetzt sind. Mal wie schwach. So, am besten wäre natürlich Einzelkämpfen. Ja, das haben sie aber gut erledigt. Ich kann jetzt nicht alles ausrüsten, aber am Ende des Spiels kann ich alles ausrüsten, mehr oder weniger. Ja, dieser Spielstand wird dann natürlich ja dazu da sein, ja, alle restlichen Sachen zu komplettieren. Und ja, ah, den Ring des Sexas habe ich jetzt aber nicht mehr. Duh. Okay, dann würde ich aber sagen, das war's dann für diese Folge, ne? Und für dieses Projekt, mehr oder weniger. Und wir gehen jetzt zurück. Ich will meine Truppe, ich will alle hier haben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Projekt, dieser Part und all das gefallen. Und guck mal, sieht doch viel besser aus, ne? Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Irgendwann kommt natürlich auch Tales of Arise oder so heißt das, glaube ich. Ich weiß, ich habe jetzt mich jetzt nicht so informiert, wann da draus kommt, wie viel davon schon informationsmäßig rausgekommen ist und so. Aber wenn es natürlich rauskommt, dann wird es hier natürlich wieder Let's Played. Und dann dauert es hoffentlich nicht so lange wie dieses Spiel. Ich glaube, ich versuche das dann auch ein bisschen kürzer hier anzugehen. Ja. Weiß nicht, irgendwann wird mir schon einfallen. Und ja. Aber ich hoffe, euch hat dieses Projekt gefallen. Wenn ja, dann drückt das doch bitte mit einem Like, ein Abo oder ein Kommentar aus. Das würde mich sehr allerliebst freuen. Und ich sage dann ein letztes Mal von diesem Projekt hier tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer es sein soll. Tschüss.